Moin Moin, es ist Montag, der 3.6. Mein Name ist Christina und ich bin Rentnerin. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß mit Episode 181. Hamburg am Morgen. Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt. Guten Morgen, zurück aus dem Wochenende. Hoffentlich alle gut erholt und gesund. Und das gilt natürlich besonders für jeden einzelnen Teilnehmer des Ironman. Der fand ja gestern statt. Von uns gibt es selbstverständlich absolute Hochachtung vor dieser Leistung. Und vielleicht hält sich der Muskelkater auch in Grenzen. Heute Morgen machen wir mit einem Thema auf, welches uns hier in der Hamburger Morgenredaktion ziemlich bewegt. Ein Hamburger Ehepaar mit dem Camper im Urlaub. Auf der Rückfahrt eine Übernachtung auf einem Parkplatz in Dänemark. So weit, so gut. Doch diese Nacht endet mit einem Überfall auf die beiden. Der Ehemann ist bereit, uns diese erschreckende Geschichte zu erzählen. Hören wir gleich. Fachkräftemangel und Nachwuchs sorgen überall. Das ist nichts Neues. Aber dieser Trend trifft auch die Polizei. Und damit geht es uns alle etwas an. Logisch. Polizeireporter André Zantwakili erklärt uns heute Morgen, woran der eine oder andere Bewerber scheitert und was die Polizei unternimmt, damit Bewerber, die schon angenommen wurden, nicht kurz vor dem Start wieder abspringen. Auch das ist nämlich ein großes Problem. Der neueste Trend. Wenn wir diese Floskel hören, denken wir sicher nicht an den Tod. Aber selbst auf diesem Gebiet verändert sich so einiges. Alles ist im Fluss, auch Beerdigungen bekommen einen frischen Anstrich, wenn ich das mal so sagen darf. Ein junges Hamburger Unternehmen geht da mit viel Kreativität ran. Die neuesten Ideen, mehr dazu in wenigen Minuten. Wir starten jetzt. Freiheit, Unabhängigkeit, Natur. Das sind Schlagwörter, mit denen wir einen Campingurlaub bzw. einen Trip im Camper verbinden. Vielleicht auch Abenteuer, aber in dem Fall, über den wir sprechen, ist das Abenteuer eher zu einem Albtraum geworden. Wir hören die Geschichte vom Hamburger Peter Schmidt, der gerade zusammen mit seiner Frau im Campingurlaub war. Peter Schmidt ist nicht sein richtiger Name, wir hören auch seine Originalstimme nur stark verändert. Er möchte auf der einen Seite als Person nicht in die Öffentlichkeit, auf der anderen Seite ist es ihm aber wichtig, auf das, was da passiert ist, aufmerksam zu machen, als Warnung für andere. Peter, bitte schildere uns einmal, was du zusammen mit deiner Frau erlebt hast und vor allem auch wo. Ja, gerne. Und zwar sind wir nach unserem Urlaub in Schweden über Dänemark auf dem Weg nach Deutschland gewesen, haben in Dänemark dann in der Nähe von der Fährstation Rødby dann auf einem Parkplatz übernachten wollen und sind zu dem Zweck mit unserem Wohnmobil dann auf diesen Parkplatz gefahren, haben dort etwas, ein paar Stunden noch gestanden, bis es dann dunkel wurde und haben dort dann übernachten wollen, sind dann praktisch hinten ins Heck in unsere Betten gekrabbelt und wollten dann also noch ein bisschen lesen, dann war es so gegen 23:30 nachts. Wir hatten zuvor die Gegend so ein bisschen erkundet, hatten auch Spaziergang gemacht am Meer mit unserem Hund und hatten das Gefühl, dass das alles okay ist dort. Dann hörten wir aber nachts dann ein Auto kommen, hatten uns dann aber nicht weitere Gedanken gemacht, weil es wieder wegfuhr. Und etwas später hörten wir dann einige Stimmen in der Nähe vom Camper und haben uns, oder ich mir dann gedacht, dass die ja ziemlich nah dran seien. Und dann kurz danach also hörten wir am Camper in unmittelbarer Abfolge einen lauten Knall, sodass wir also doch aufgeschreckt sind. Und ich hatte zunächst gedacht, dass die also einen Stein, den den Camper geworfen haben, vielleicht auch ins Fenster. Und hörten aber direkt nach dem Knall leider ein Auto, wie das startete und wegfuhr, nahm noch so ein Geruch wahr, als ob denn Gummi irgendwie so zu riechen war von diesem wegfahrenden Auto bzw. Autoreifen. Ja, und dann waren wir also aufgeschreckt und da die beiden oder da diese Stimmen sich entfernt hatten und auch das Auto, bin ich dann mit Taschenlampe ausgestiegen, hatte meine Frau gebeten, mich schon mal auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen, um das Auto zu starten, dass wir also uns aus dem Staub machen können, wenn es dann schnell nötig ist. Und ich habe den hinten am Heck
des Fahrzeugs, dieses Transporters, der ausgebaut ist, eben auch entdeckt, dass die Türöffnung, diese Hecktüren herausgerissen war und die Tür sonst zum Glück ja zugeblieben waren. Also wir lagen dann ja hinten im Heck, im Bett und wären dann praktisch, wenn die Tür aufgerissen worden wäre, direkt da im Visier gewesen von den Leuten, die also das vorhatten aufzubrechen. Und es war offensichtlich, dass da irgendwas am Auto befestigt worden war, mit dem Auto von den Leuten praktisch an dem Auto befestigt war und die versucht hatten, diese Türen aufzureißen mit Gewalt, ne, indem sie ihr Auto gestartet hatten, vielleicht an einer Anhängerkupplung oder so festgemacht hatten und damit das Auto aufbrechen wollten und wir dann praktisch ja dem auch irgendwo ausgeliefert gewesen wären. Und wir sind dann also, weil wir dann uns auch doch schon sehr, sehr unwohl in dem Moment fühlten und nicht wussten, ob die noch in der Nähe sind, denn direkt gestartet. Hatten eigentlich vor, am nächsten Morgen erst auf diese Fähre bei Rødby zu gehen, sind dann aber nachts dort noch hingefahren und haben die Fähre genommen, sind dann nach Deutschland übergesetzt und waren froh, eben aus Dänemark dann auch weg zu sein und das hinter uns gelassen zu haben, ohne dass uns jetzt außer dem Schaden etwas Schlimmes passiert ist. Außerdem natürlich, dass man sich dann viele oder einige Gedanken darüber gemacht hat. Also, damit ich das nur einmal richtig verstehe, diese Geschichte ist natürlich, klingt unfassbar bedrohlich und erschreckend, aber wir Menschen neigen ja dazu, auch so ein bisschen in Klischees zu denken. Wir reden hier von Dänemark. Genau, das war also Dänemark. Wir sind also seit 10 Jahren mit einem Wohnmobil in Südamerika, Nordamerika, Neuseeland und auch Europa unterwegs gewesen, haben in den 10 Jahren also nichts dergleichen erlebt, keine negativen Erfahrungen gemacht, haben viel auch abseits von Campingplätzen gestanden und haben das natürlich auch genossen, die Freiheit zu genießen, die man mit so einem Wohnmobil hat. Und in Dänemark, wo wir also auf der Durchreise nur für eine Nacht verbracht hatten, hatten wir nun am geringsten damit gerechnet. Und da ist es nun passiert. Ne? Das ist wirklich auch für uns erstaunlich gewesen. Also es gab diesen Knall, ihr habt Autos gehört, ihr habt Stimmen gehört oder ein Auto und mehrere Stimmen, diesen Knall. Und dann habe ich das richtig verstanden, dann bist du aus dem Camper ausgestiegen. Das finde ich ja, ist das eine Übersprungshandlung oder hast du dir dabei was gedacht? Oder warst du einfach nur unter Schock, weil ich wäre niemals ausgestiegen, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Na, ich habe gemerkt, dass also die Stimmen und auch das Auto sich entfernt hatten. Wir hatten dann eben auch das Rollo runtergemacht und geguckt. Die hatten sich also dann in dem Moment entfernt, als sie also mit dem, was sie vorhatten, keinen Erfolg hatten. So war ich davon ausgegangen. Und zum anderen muss ich sagen, auch der Adrenalinspiegel ist in dem Moment auch hochgegangen. Man fühlt sich dann bedroht und jeder reagiert anders. Und ich habe in dem Moment so reagiert, dass ich auch irgendwo den Bereich schützen wollte und auch gucken wollte, was passiert war. Also im Nachhinein muss man natürlich sagen, war es vielleicht nicht die beste Idee auszusteigen, denn die hätten auch noch in der Nähe sein können. Ich hatte also aber eine Taschenlampe und habe doch schon das Umfeld so relativ schnell im Blick gehabt und hatte das Gefühl, dass es okay ist, einmal kurz zu gucken. Aber hatte auch, wie gesagt, meine Frau gebeten, dann schon das Auto zu starten, sodass wir direkt hätten losfahren können. Und auch diese Reaktion finde ich ja völlig verständlich. Also gar keine Frage zu sagen, jetzt wollen wir nur noch nach Hause, auf dem schnellsten Weg. Habt ihr Anzeige erstattet oder habt ihr es versucht? Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Also in Dänemark nicht, weil wir da nur noch weg wollten. Wir haben dann Anzeige erstattet, was ja auch nötig ist, um den Schaden reguliert zu bekommen. Dann in Hamburg und haben das bei der Polizei am nächsten Tag gemeldet. Das sind dann die Schierereien, die man nach dem Urlaub eigentlich nicht haben will mit Polizei und Versicherung. Aber das ist ja nötig gewesen und das war auch völlig in Ordnung, das im eigenen Land dann sozusagen als Schaden noch zu melden. Nun ist so eine Geschichte natürlich auch immer ein bisschen dazu da, um vielleicht was daraus, ich sag's mal so ein bisschen oberlehrerhaft, ein bisschen was zu lernen oder eine Lehre daraus zu ziehen. Jetzt sagst du auf der anderen Seite aber auch, ihr seid so erfahrene Camper und habt also in Ländern schon auf irgendwelchen Flächen gestanden, wo man jetzt normalerweise sagen würde, da würde eher was passieren als in Dänemark. Aber gibt es etwas, wo du sagst,
Das habe auch ich daraus gelernt mit meiner Erfahrung. Das würde ich als Camper niemals nochmal so machen. Oder sagst du, das ist Zufall, das ist einfach Pech. Sowas passiert denn einmal unter 10.000 Fällen? Also wir haben natürlich, weil wir sowas gerne machen und auch gerne viel unterwegs sind, auch an Orten, die vielleicht nicht auf der normalen Karte von Campern steht und auch nicht normal so frequentiert werden. Auch auf anderen Wegen sind wir gerne unterwegs, auch ein bisschen abseits der normalen Örtlichkeiten, wo man so hinfährt. Das hatten wir eigentlich immer auch schon ein bisschen einkalkuliert, dass sowas mal passieren kann. Aber es passiert natürlich dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, insbesondere zum Beispiel eben in Dänemark. Damit muss man, denke ich mal, auch rechnen, wenn man so unterwegs ist. Wir sind gerade auch im Prozess, wie wir damit umgehen in Zukunft. Man ist leider nicht mehr ganz so unbefangen, wie man war bisher. Aber es ist 10 Jahre gut gegangen. Jetzt ist etwas passiert, was zum Glück ja auch nicht zu schlimmeren Sachen geführt hat, die man sich ja auch ausmalen kann, wenn eben die Türen aufgegangen wären bei dem Einbruchsversuch. Dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. So sind wir nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Aber man macht sich schon Gedanken, wie man in Zukunft damit umgehen will. Und ich kann nur sagen, dass es im Nachhinein gut war, dass wir ein Wohnmobil hatten, wo man direkt eben auch auf den Fahrersitz krabbeln kann und losfahren muss, im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die es natürlich auch gibt und die wir auch schon mal in Südamerika hatten, in Chile, wo man also 2 Kabinen hat, wo man also nicht einfach aussteigen kann und losfahren kann, sondern in einer Kabine schläft, wenn der anderen fährt, so eine Art Pickup mit einer Kabine drauf. Da bin ich eben froh, dass wir sowas nicht haben und uns auch nicht sowas zugelegt haben, weil man dann eben doch diese Fluchtmöglichkeit nicht hat. Für jemand, der keine Erfahrung mit Campen hat, wie ich also, würdest du sagen, auf dem Parkplatz, irgendwo auf dem Parkplatz zu stehen, das machen wir in Zukunft vielleicht doch nicht mehr, sondern nur auf sozusagen auf den klassischen Camper-Parkplätzen, wo man dann vielleicht auch in einer Gruppe zusammen ist? Oder sagst du, das spielt in dem Fall gar keine Rolle? Ja, das spielt schon eine Rolle, dass man genauer das Umfeld vielleicht nicht anguckt. Vielleicht ist es auch gut, wenn man da nicht ganz alleine steht, wo man nachts stehen will. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mittlerweile Internetseiten, wo man sich vorher eben auch die Sache anschaut, die Örtlichkeit anschaut, wie zum Beispiel eine App Park for Night, wo man also auch vorher gucken kann, was ist das für ein Ort, wie sieht er aus. Da sind Kommentare von Leuten, die da gestanden haben, gute oder schlechte Kommentare. Und vor allen Dingen wird da eben auch drinstehen, ob da schon irgendwas passiert ist. Ne? Das haben wir natürlich eben auch genutzt und uns vorher da erkundigt. Und an diesem Platz zum Beispiel, wo wir gestanden hatten, da war bisher eben nichts passiert, sondern nur positive Nachrichten. Also das zeigt eben, dass man doch das nicht voraussehen kann, sondern immer auch überall sicherlich sowas passieren kann. Nicht nur Camper werden sagen, schlimme Geschichte. Wir haben die wichtigsten Infos dazu auch nochmal für Sie, liebe Podcast-Freunde, in schriftlicher Form zusammengefasst. Natürlich nachzulesen auf abendblatt.de. Die Hamburger Polizei hat Probleme mit dem Nachwuchs. Keine Überraschung. Warum soll es der Polizei besser gehen als anderen Branchen? Nehmen wir ab hier mal Polizeireporter André Zanfakili dazu. Was vielleicht für den einen oder anderen neu ist, André. Die Polizei hat ebenfalls Probleme, die Leute, die schon bei ihnen zugesagt oder sogar angefangen haben, auch zu halten. Das gebe ich so richtig wieder. Ja, das ist richtig. Also das gilt vor allem für den mittleren Dienst, gehobener Dienst, wo man eigentlich als Kommissarsanwärter anfängt, ist das nicht so. Da hat man noch genug geeignete Bewerber, obwohl die Zahl der Bewerber auch abgenommen hat. Das liegt einfach daran, dass nicht mehr so viele Menschen geboren werden wie früher. Die ganzen geburtenstarken Jahrgänge gehen da jetzt in Pension und die brauchen halt Nachwuchs. Aber der mittlere Dienst, da haben die echt Probleme, ihre Lehrgänge voll zu kriegen, beziehungsweise kriegen es auch manchmal nicht voll. Aber für alle, die jetzt sagen, mittlerer Dienst, was ist denn das eigentlich? Gehe ich da rum und gucke so ein bisschen auf der Straße, dass alles in Ordnung ist oder was mache ich da? Naja, eigentlich ist das, die machen fast das Gleiche wie ein Kommissar. Das ist eigentlich der klassische Polizeiberuf und das ist eigentlich auch hochattraktiv, weil ich kann als Realschüler dort anfangen und habe wirklich bei der Hamburger Polizei echt den Marschallstab im Tornister. Also viele, die in höchsten Positionen sind, haben im mittleren Dienst angefangen. Und die werden ja auch innerhalb der Polizei denn ziemlich gut gefördert. Also wenn sich jemand als qualitativ das hinkriegt und als geeignet,
entpuppt, dann wird der auch in die Richtung gedrängt, dass der ja weiterkommt. Und es sind ja auch bei der Polizei, das muss man einfach sehen, in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele Stellen, die früher mittlerer Dienst werden, die werden dann irgendwann mal angehoben und dann wird also quasi durch Handauflegen aus einem aus dem mittleren Dienst einer aus dem gehobenen Dienst. Ist denn die Bezahlung auch ein Problem oder sagst du, nee, das ist es eigentlich nicht mehr? Also das ist immer die Frage, wen man fragt. In Wirklichkeit ist Polizei ziemlich gut bezahlt. Die kokettieren natürlich immer gern mit ihren Bruttogehältern. Nun muss man wissen, Polizist hat im Vergleich zum normalen Arbeitsnehmer viele Abzüge nicht. Ne? Die bezahlen keine Krankenversicherung, die haben freie Heilfürsorge, die zahlen keine Rentenversicherung. Das sind ja so Sozialabgaben, die das Gehalt ordentlich schmälern. Das fällt da erstmal flach. Und die Zeiten, wo die Unterschiede zur freien Wirtschaft groß waren, die sind, glaube ich, echt vorbei. Also das sind schon ziemlich gut bezahlte Jobs und sie sind auch sicher. Jetzt und kommen wir natürlich, aber zu was man nicht vergessen darf, Pension. Ne? Alle reden von Altersarmut, da musst du dir da echt keine Sorgen machen. An welchem Punkt springen Sie denn ab? In der Ausbildung oder später, wenn Sie schon sozusagen unterwegs sind, gestandene Polizisten sind, wann kommt der Moment? Also die kommen gar nicht erst, sondern man muss wissen, bei der Polizei, also viele, die im mittleren Dienst anfangen, sind Abiturienten, weil sie einfach im gehobenen Dienst nicht genommen worden sind, sagen so, Mensch, mache ich im mittleren Dienst. Aber die bewerben sich dann auch noch beispielsweise in Niedersachsen. Da ist zweigeteilte Laufbahn. Jetzt haben sie hier die Zusage, dann kommt von Niedersachsen auch die Zusage. Dann sagen sie tschüss, gehen sie nach Niedersachsen. Okay, aber ich kann es immer noch nicht so genau nachvollziehen, warum man dann sagt, man geht aus Hamburg weg. Dann muss es ja ein attraktiverer Job sein, weil man gleich höher einsteigt oder mehr Geld bekommt. Man steigt höher ein. Das ist natürlich auch, ich sag mal, die machen die Bewerbung echt clever. Ne? Da wird man den Kommissar. Der Knackpunkt ist, wenn ich in Niedersachsen Kommissar bin, dann warte ich echt lange auf Beförderung. Das ist hier in Hamburg anders. Hier sind die Beförderungen nachher schneller. Aber das sehen die meisten nicht, sondern die sehen einfach die Laufbahn, die sie vor sich haben. Und das wirkt in Niedersachsen erstmal deutlich attraktiver. Nun kann man ja nicht sagen, dass die Polizei die Hände in den Schoß legt und sagt, das Problem ist Gott gegeben, wir können daran nichts ändern, wir finden halt niemand und so. So ist es nun mal. Sondern die Polizei sagt, wir geben uns Mühe, es gibt Kampagnen, es gibt Plakate, es gibt Aktionen. Und dann gibt es auch etwas, da macht die Polizei sowas Ähnliches wie den Girls and Boys Day. Ist nicht hundertprozentig zu vergleichen, aber ähnlich. Und das fand letzte Woche gerade erst statt, André. Das nennt sich Welcome Day bei der Polizei. Was verbirgt sich dahinter? Also der Welcome Day ist eigentlich so eine Leistungsshow der Polizei. Da ist wirklich alles, was sie so haben. Da steht in der Hubschrauber auf dem Vorplatz, Wasserwerfer, Hundeführer sind da, die vom SEK in voller Ausrüstung und zeigen eigentlich den Bewerbern, die schon eine Zusage haben, Mensch, guck mal, wir sind hier eine echt geile Großstadtpolizei mit ganz vielen Dingen, die du machen kannst. Komm auch zu uns. Also bleib hier und bleib bei uns. Und da geben die echt viel Mühe, viel Geld für aus und investieren auch sehr viel Zeit dafür. Und das hat dann Erfolg. Das bringt es dann, dass die Leute sagen, ich gehe doch nicht zum Beispiel nach Niedersachsen. Ja, also man muss ja sagen, es ist ja auch, man kennt ja diesen Film Carnickels, also ich sag mal, auf so einer Dorfwache, das ist schon ein anderer Schnack, als wenn man in Hamburg in der Großstadtpolizei ist. Und man hat hier natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn man Polizist ist und ich habe ja so ein bisschen Einblick in den Job, das ist schon geiler als auf dem platten Land. Abschließende Frage. Wir reden ja auch immer nicht nur über den Fachkräftemangel, sondern wir reden ja auch gern über das, was in den Schulen schon in der Ausbildung passiert. Also PISA ist das Stichwort. Was muss ich denn eigentlich alles können, um in den mittleren Dienst zu kommen? Wie sieht denn die Aufnahmeprüfung da aus? Muss ich rechnen können? Muss ich was schreiben können? Oder geht es nur darum, schnell zu rennen und zur Not eine Waffe zu ziehen? Ja, also die Polizeiausbildung ist schon ziemlich intensiv. Das muss man sagen. Die packt auch nicht jeder. Aber ich sag mal, ich muss kein Raketentechniker sein, um da einen Einstellungstest dazu bestehen. Was echt ernüchternd ist, also mir sagte einer, wenn wir 33 Leute haben, nach dem Deutschdiktat sind es nur noch 6. So, was da ankommt, ist, das wird keiner offiziell sagen, aber ist teilweise echt unter der Kanone. Und das wirft natürlich auch ein ganz schlechtes Licht auf die Bildung, die Leute genießen. Da kommt wohl nicht viel bei raus hin. Also ich selbst kann das nicht nachvollziehen. Ich habe noch ordentlich Lesen und Schreiben in der Schule gelernt, aber das scheint irgendwie vorbei zu sein. Ich gehe davon aus, dass in 5 Jahren das alles KI für mich macht. Ja, aber die fährt nicht Streife. Wie immer auf den Punkt. Polizeireporter André Zanfakili bei Hamburg am Morgen. Ich bin bereit, meinem Schöpfer zu begegnen. Ob mein Schöpfer bereit ist, mir zu begegnen, ist eine andere Frage.
Eins der berühmtesten Zitate von Winston Churchill. Mal abgesehen, was uns auf der berühmten anderen Seite erwartet. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie ihre Beerdigung aussehen soll, oder aber die Angehörigen machen sich Gedanken darüber. Einfach nur eine lahme Ansprache und dann noch eine tränenreiche Verabschiedung am offenen Grab, klar, das gibt es weiterhin, aber immer öfter läuft es ganz, ganz anders. Wir haben hier in unserer Stadt ein junges Unternehmen, welches sich vorgenommen hat, diese Branchen zu verändern, vielleicht sogar zu revolutionieren. Abendblatt-Lokalreporterin Juliane Lauterbach hat die Firma besucht und Juliane, verrat uns bitte, was machen die anders als andere Bestatter? Die heißen Lichtermeer und sind in Eimsbüttel am Eppendorfer Weg. Die haben auch noch zwei andere Standorte in Hamburg, und zwar in Winterhude und in Ottensen. Es ist ein ganz junges Unternehmen, die jetzt eben gerade hier nochmal in Eimsbüttel eröffnet haben. Und ja, das fängt schon damit an, dass es anders aussieht als ein normales Bestattungsunternehmen, was man so im Kopf hat. Also man denkt dann vielleicht an eine Ausfallstraße, an Lamellen vor den Fenstern, sodass man nicht reingucken kann, und an dunkle Farben und düstere Stimmung. Und da ist alles anders. Es könnte also vom Aussehen her auch ein Café sein. Es sieht ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer, ganz gemütlich, offen. Man kann reingucken, es sieht total einladend und wie eine schön eingerichtete Wohnung aus. Das ist das Erste, was jedem auffällt, sicher. Und wenn du sagst, ein junges Unternehmen, der Begriff ist ja wahrscheinlich nicht ganz passend beim Thema Tod, aber im Grunde ist das ja ein Startup-Unternehmen. Im Grunde ist das ein Startup-Unternehmen, kann man sagen, ja. Genau, vor ein paar Jahren gegründet, 3 Jahre, glaube ich, haben die den ersten Standort aufgemacht. Und was ich so ein bisschen verrückt finde, was die theoretisch, worüber die sich alles Gedanken machen, also ich kann, oder korrigiere mich da bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, die haben sogar neulich einen Sarg auf die Straße gestellt, damit Menschen, die da extra hingekommen sind, dann auf der Straße Abschied nehmen konnten. Ist sowas überhaupt erlaubt? Es hat sich jedenfalls keiner beschwert, ob sie sich jetzt eine Genehmigung dafür geholt haben. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann das kurz erzählen, was da passiert ist. Da war ein Schüler plötzlich verstorben und die Lehrerin hatte allen Klassenkameraden freigegeben, damit sie den Sarg bemalen können. Und dann sind so viele gekommen, dass die Räumlichkeiten einfach zu eng geworden sind. Und dann haben sie den Sarg an die Straße gestellt. Und es wurde eine Art Happening daraus. Und die Klassenkameraden und Kameradinnen haben den Sarg dann auf der Straße bemalt. Woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis von den Menschen, da werden die ja wahrscheinlich sich extrem Gedanken darüber gemacht haben, woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis, auf eine andere Art und Weise Abschied zu nehmen, als wir das vielleicht in den letzten 100 Jahren in Deutschland so gewohnt waren? Ich sag mal, der eine Trend, der sich ja schon seit Jahren abzeichnet, ist, dass man nicht mehr die klassische kirchliche Musik hört. Also auch Frank Sinatra, My Way, ist ja schon fast altbacken für so eine Beerdigung. Woher kommt dieses Bedürfnis von uns Menschen? Also ich habe mit den Gründern ja gesprochen und die sagen, dass die Leute einfach kein standardisiertes, vorgefertigtes Verfahren mehr haben wollen. Die wollen nicht an einem Schreibtisch sitzen und erstmal über Bürokratie sprechen. Die wollen abgeholt werden und ihrer Trauer individuell begegnen. So. Und das kann dann eben auch sein, dass man sich in diesen Räumlichkeiten trifft und den Sarg zusammen bemalt, dabei Musik hört, sich eine Pizza dazu bestellt. Die kriegen dann also den Schlüssel von dem Unternehmen und können das für die Zeit nutzen, so wie sie es wollen. Also da haben wir eben wie in vielen anderen Bereichen auch eine Individualisierung. Und ich bin mir sicher, dass andere Unternehmen da auch nachziehen werden, weil das ist ja immer so, es gibt einen Vorreiter und die Menschen, die das so wollen, haben ein Recht drauf. Da gibt's ja nun gar nichts. Ich glaube, eine Geschichte auch noch, die du in deinem Artikel erzählst, ist, dass ein Zirkuszelt eine Rolle gespielt hat. Richtig, ja genau. Das war ein Mann, der verstorben ist, der zuvor in seinen Lebzeiten jedes Jahr ein Fest ausgerichtet hat. In seinem Garten, glaube ich, und hat dort ein Zirkuszelt aufgestellt und hatte sich für seine Trauerfeier oder Lebensfeier, wie sie das nennen, eben gewünscht, dass die auch in einem Zirkuszelt stattfindet. Und dann hat Lichtermeer das möglich gemacht, hat ein Zirkuszelt organisiert und eine New Orleans Blaskapelle, die den Trauerzug dann begleitet hat. Nun kann ja jeder für sich entscheiden, wie er das gerne haben möchte oder was er plant für seinen Menschen, den Liebsten, den er verloren hat. Das tickt ja auch jeder anders, aber ich finde es ja toll, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn man es möchte. Hat das auch eine preisliche Komponente oder bewegt sich das im gleichen Rahmen wie bei einer in Anführungszeichen normalen Beerdigung? Was bei denen das Besondere ist, ist, dass die einen Festpreis anbieten. Der liegt bei 3.250 Euro. Da kommen eben dann nicht noch hinterhergekleckert dieses und jenes
obendrauf. Was ich besonders finde bei denen ist, dass dieser Preis eben tatsächlich eine Pauschale ist, ein Festpreis. Und es gibt Leute, die wollen ganz viel Betreuung haben, ganz viel Begleitung. Da gehen die mit auf den Friedhof, um einen Grabplatz auszusuchen. Die suchen den Schmuck mit aus, die Blumen mit aus, den Stein mit aus. Die setzen sich eben richtig ein und geben auch viel Zeit da rein, gehen mit nach Hause und so weiter. Und auch für diese Menschen wird der gleiche Preis fällig wie für einen, der sagt, ich möchte autonomer unterwegs sein und brauche nicht so viel Begleitung. Abschließende Frage, Juliane, was sind das für Menschen? Also ich meine, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, das so aufzuziehen, so ein Business, muss ich jetzt mal sagen. Es ist ja ein Geschäft, man will ja auch Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite, den ganzen Tag mit Tod zu tun zu haben, also der Tod spielt immer eine Rolle und trotzdem so ein Augenzwinkern dabei, also so empfinde ich das zumindest. Die sehen das auch nicht als einen düsteren Alltag. Sie sagen, das ist eine ganz schöne, für sie schöne Erfahrung, die Familien so begleiten zu können, wie sie es sich für sich selber nämlich gewünscht hätten. Beide Gründer haben nämlich vorher Erfahrung mit klassischen Bestattungsunternehmen gehabt. Beide haben Todesfälle in der Familie oder Verluste erlitten und haben gemerkt, wie das bei normalen Bestattern abläuft, nämlich standardisiert und nicht so individuell, und haben sich beide gewünscht, das war der Impuls, diese Bestattungsbranche anders aufzusetzen. Weniger Standard, mehr individualisieren und offen für ungewöhnliche oder sogar schräge Wünsche. Auch auf dem Markt der Bestattungsunternehmen verändert sich einiges. Danke an Juliane Lauterbach. Hier ist das Ende von Episode 181, gleich der Nachrichtenüberblick. Sollten Sie, liebe Podcast-Freunde, in puncto Europa- und Bezirkswahlen Vollprofi sein, erlauben Sie mir diesen Hinweis, dann können Sie den Umschlag mit den Wahlunterlagen bis zum kommenden Sonntag, bis zum Wahltag also, einfach ungeöffnet rumliegen lassen. Ansonsten würde ich sagen, da lohnt sich schon mal heute ein Blick, denn die Stimmverteilung ist zumindest in Teilen etwas anders angelegt als zum Beispiel bei der Bundestagswahl. Aber wie gesagt, nur so als Tipp. Ansonsten, wir wünschen einen großartigen Start in diese Woche. Bis morgen und bye-bye. Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen. Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Innensenator Grote stellt heute den Hamburger Verfassungsschutzbericht vor. Im letzten Bericht wurde eine wachsende islamistische Szene festgestellt. Als größte Bedrohung für die Demokratie bezeichnete Grote damals allerdings den Rechtsextremismus. Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover müssen Fahrgäste weiter mit Verzögerungen rechnen. Laut Bahn sind Verspätungen von bis zu 20 Minuten möglich. Grund für die Probleme, die es schon seit Freitag gibt, sind Unwetterschäden. Starkregen hat im Landkreis Celle das Gleisbett stark beschädigt. Wie lange die Reparaturarbeiten noch dauern werden, ist noch unklar. Auf der A7 am Maschener Kreuz südlich von Hamburg ist ein Autofahrer mit einem einjährigen Kind auf dem Schoß unterwegs gewesen. Zeugen hatten der Polizei zuvor gemeldet, dass ein Kind das Auto lenken würde. Gegen den 20-jährigen Autofahrer aus Herford wurde ein Verfahren eingeleitet. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.